Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Bausimulator 22. Ich bin der Shorty von der Test Area. Wir sind immer noch mit dem Stadtstrand beschäftigt. Und wir müssen jetzt drei Paletten mit Grobspanplatten an ihren Platz hieven und drei Paletten mit Isolierung. Dafür brauchen wir wieder den Kran. Oh, da ist noch die Plätze, wo das hin soll, die sind ein bisschen verteilt. Ich habe den Schwertransporter immer noch stehen, weil, ja, vielleicht brauchen wir den nochmal. Man weiß ja nicht. Man weiß ja nicht. So, das sind die Grobspanplatten. Ah, aufpassen. Nicht vors Dach hauen. Da bin ich ja so. Habe ich ja ein Talent für. Mit dem Kran irgendwo die Sachen gegen zu klopfen. Das war knapp. Das war knapp. So, absetzen. Palette Isolierung. Isolierung. Das sind dann wahrscheinlich Umkleiden, die wir hier bauen. Und Toiletten, Häuschen. Das war zu weit. Und noch ein bisschen zurück. Und jetzt runter. Zack. Jetzt ist der Tag rum. Jetzt wurde das Geld abgezogen von den Mietfahrzeugen. Ein neuer Tag beginnt. Jetzt kosten die Mietfahrzeuge, die hier rumstehen, weiter Geld. Aber so ist das. Du weißt halt nicht, ob du die nochmal brauchst. Ne? Die Fahrzeuge. So, da muss das runter. Immer mal wieder auch ganz im Kreis drehen. Warum auch nicht? So. Ja, wenn ich habe so letztes Mal drüber nachgedacht, und wenn man einen Polier hat, ne, dann müssen wir mal schauen, wie das funktioniert. Der macht dann nebenbei andere Baustellen auch, ne, Jobs. Das ist gut fürs Portemonnaie, glaube ich. Ne, wir kennen das ja vom zum Beispiel vom Eurotruck Simulator. Wenn ihr da eure erste eigene Firma habt und so, könnt ihr Fahrer einstellen. Die machen dann auch ihre Touren völlig selbstständig. Und ja, das Geld kommt dann auf deren Konto auch vollautomatisch. Ne? Was mich nur interessiert, ist dann, wie ist das? Muss ich mich dann um die Geräte kloppen, wer die benutzen darf, oder wie macht der das? Das werden wir aber alles noch im Verlauf rausfinden. Wir müssen ja auch erstmal so weit kommen, gell? Dass wir einen Polier bekommen. So weit müssen wir ja auch erstmal sein. Auf jeden Fall gibt es dann richtig Schotter. Und die alleine mal um. Jawohl. Wird den dann aber auch wahrscheinlich nur so Standardjobs geben, die angeboten werden. Die Kampagne würde ich ja dann selber weitermachen. Ist ja so eine Art Story-Modus, wie sich die Stadt entwickelt dann, ja. So. Letztes Teil. Okay, dreh die Kamera. Ach, jetzt muss ich das alles auspacken. Ich verstehe. Ich heb den Haken einfach mal hoch hier. Und hol die Katze ein bisschen mehr an den Turm.
Und dann muss ich aussteigen schon. Komm, wenn ich schon mal hier bin, Isolierung anbringen. Ach, isolierte Wände, das ist ja nett. Ich schätze mal gegen Feuchtigkeit. So, denn jawohl. Und da hinten auch noch. Ja, ich weiß, du japs, du brauchst mehr Fitness. Fertig. So, wir müssen jetzt den Kran. Alles klar. Der Kran muss jetzt da weg. Ich lagere den einfach ein. Markierten Bereich räumen. Sand liefern und entladen. Okay, ich gehe jetzt erstmal hier rein. F. Und dann kann der hier stehen bleiben. Sand liefern und entladen. Ja. Firma. Fuhrpark. Wir haben ja den Cat gekauft, gell? Auslagern. Mit dem können wir ja dann Sand liefern und entladen. Wir bringen den jetzt zur Baustelle. Was wir nicht müssen, ist hier hoch. Nee, ins Gießwerk fahren. Wo ist meine Baustelle? Da ist meine Baustelle. Weil wir können hier mit F befüllen Sand. Guckt's euch an. Da passt ja einiges drauf, gell? Wo der überall den Sand auch verliert wohl. Also es ist vielleicht gar nicht so schlecht in Zukunft, erst in den markierten Bereich zu fahren und dann die Mulde mit Sand zu befüllen. Zumindest bei meinen Fahrskills. So. Beim Abkippen langsam nach vorne fahren scheint eine gute Taktik zu sein. Das heißt, den restlichen Sand kann ich hier für dafür 5000 Euro verkaufen und raus aus der Baustelle. Geschafft. Paket, Terrassenelemente, Holzrahmen. Ja, aber hör mal. Ich habe meinen Kran abgebaut schon. Der war dir im Weg. Und jetzt soll da hier das heißt, ich muss den Autokran holen. Das ist ja. Du bist ja ein Witzbold. Warum habe ich denn meinen Kran dann? Naja. Also ist es wieder ein Fall für unseren Autokran. Meinetwegen, der gehört ja uns. Der gehört ja uns. Da können wir ja dann mitmachen, wie es uns gedüngt quasi. Ich muss mal ein Stück trinken. Ach, ja. Prima. Weiter weg ging nicht, oder was? Ich fahre da runter. Also ich hätte es jetzt versuchen können von hier oben. Aber nein, nein. Wir fahren da runter. Wir bauen den in der Nähe auf, ne? Guck mal, wo der mich hinnutzt. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Also so ein Schlawiner. Schön langsam. Jawohl.
Ich würde den tatsächlich einfach mitten reinfahren. So, hier so. Kriegen wir den aufgebaut? Ja, sieht gut aus. Und ich weiß auch schon, ne, ich sollte hier wieder die Kameraposition ein bisschen ändern. So. Dann wollen wir mal ausschieben. Den Ausleger. Ach, ich mag meinen Autokran, ne? Ich mag meinen Autokran. So, schön ranheben. Und jetzt schauen wir mal, wo wir hin müssen. Das leuchtet da ja wieder. Das haben wir vorhin schon gesehen. Na, wunderbar. So, jetzt müssen wir das Baumaterial auspacken. Ich ziehe den Haken erstmal hoch. Wunderbar. Und auspacken. Let's do it. Die Sonne geht wieder auf. Yippie-yay, ich hab's ausgepackt. Ja. Ich packe jetzt erst die anderen Pakete aus und dann bringe ich meinen Kran weg. Baumaterial auspacken. Ah, hier, guckt. Zum Laufen. Erinnert mich so ein bisschen an Center Parks. Center Parks ist toll. Ich habe insgesamt dreimal schon in Center Parks Urlaub gemacht. Jederzeit gerne wieder. Ne? Ich nix gegen. So, warum renne ich da eigentlich hin? Das geht doch per Klick. Wir bauen den jetzt erst zurück. Und dann gehen wir in den Auto-Modus, also in den Fahrmodus. Und dann schicken wir den runter von der Baustelle. So, jetzt müssen wir die Baustelle räumen. Und zwar die Planierraupe habe ich gesehen. Räumen. Alles klar. Müssen wir also hier auf die Straße bringen. Dann die Pumpe. Und dann den Betonmischer. Aus dem Bereich da. Und jetzt steht da der Heini von der Entwicklung. Hallo Heini. Der neue Stadtstrand wird bei der Eröffnung in ein paar Wochen bestimmt Eindruck hinterlassen. In ein paar Jetzt Wochen. müssen prominente Partygäste zum Feiern nicht mehr in andere Städte reisen. Das erhöht den Glam-Faktor unserer Stadt und tut auch der hiesigen Wirtschaft gut. Jo. Das Ambiente gefällt mir ausgesprochen gut. Genauso stimmungsvoll habe ich es mir erhofft. Jo. Du scheinst ein gutes Team zu haben und bist auch offen für extravagantere Visionen. Ein Das gefällt Mann-Team. mir. Mal schauen. Vielleicht habe ich da schon bald einen neuen Auftrag für dich. Danke. Nicht schlecht. Ja, das war Auftrag Strandbad, ne? Was machen wir jetzt? Genau, jetzt machen wir wieder diese Geschichte mit Tanken und Reparieren, damit wir da mit dem Fortschritt weiterkommen, ne? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, was wir auf dem Konto haben an Kohle.
481.000. Wir können hier nach der Zugmaschine und den Auflieger mal gucken. Und dann uns schon mal zulegen. Ne? Aber so oft brauchen wir den auch wieder nicht. Vielleicht ist es doch besser, wenn wir erst eine Betonpumpe und einen Betonmischer kaufen. Die brauchen wir ja dann doch öfter. Ne? Nein. Ich möchte dieses Ungetüm zum Transportieren als erstes haben. Einsteigen in den Los Autos Kranos. Gibt's hier? Hier ist eine Tankstelle. Guck, muss ich gar nicht weit. Weit weg. Weit weg. Oder Wild Wild West. Oder. Oh ja. Wir waren bei. Etwas über 50% bei dem Fortschritt von der Firma. In Bezug auf Reparieren und Tanken fahren. Ne? So. Auch meins. Ja, der Riesenkipper. Muhaha. Genau, Schwartis Spielzeug wieder. Große Sachen. Also nicht, weil ich was kompensieren muss. Es ist halt das Spielkind im Manne, ne? Wer was kompensieren muss, fährt große SUVs. So. Zugmaschine. Aha, jetzt wird spannend. Schnellreise zur Tankstelle. Uts. Sehr schön. Tanken. Und reparieren. Und dann aussteigen. Und Shift zurückgeben, zurückgeben. Ja, jetzt muss ich zur Vorsicht nochmal in die Firma, in den Fuhrpark gucken. Dass wir hier keine gemieteten Geräte haben. Na, der hier. Ich behalte den einfach. Ich verkaufe den nicht, ne? Ich behalte den einfach. So, das scheint ja geklappt zu haben. Dann können wir bei der Firma jetzt gucken. Ausbaustufen M. Baumaschinen sind wir bei 75%. Tanken sind wir jetzt bei 80, reparieren bei 84. Auftragslage 1, die Auftragslage der Stadt sind auf. Ja, das habe ich. Das habe ich. So. Ja. Sind wir durch, ne? Nächstes Mal neuer Job, ihr Lieben. Ha, machen wir. Und dann kaufen wir nächstes Mal auch eine neue Maschine. Und erweitern unseren Fuhrpark halt noch mehr.
Fein, fein. Ich glaube, das war da hinten, ne? Guck mal. Ja, irgendwo da hinten, hinter der Brücke da. Ah, da laufe ich jetzt nicht hin. Oder. Warte. Nee, da ist jetzt kein Schnellreisepunkt. Naja, gut. Ihr Lieben, das war's. Der Stand ist fertig. Vielen Dank wieder fürs Zuschauen, Mitmachen und dabei sein. Ich freue mich schon wieder auf eure Kommentare. Gerne auch auf unserem Community-Discord-Server. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ich war, bin und bleibt der Shorty von der Test Area und bin damit für heute raus. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen. Ist ja bei YouTube völlig gratis. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen. Und was in der heutigen Zeit natürlich das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.